Die Felle, einer der ärmsten Stadtteile Hamburgs. Das Durchschnittseinkommen liegt hier bei rund 15.000 Euro pro Jahr. Klar, dass hier nur noch eins gefehlt hat. Das umstrittene Kunstprojekt Veddel vergolden hat heute begonnen. Dabei soll eine Backsteinwand komplett mit Blattgold belegt werden. Na, da schau her. Wo, wenn nicht auf der Veddel, wäre Blattgold passender? Die Menschen staunen, sind fasziniert. So etwas gibt es bislang nirgendwo in ganz Hamburg. Wir wollten uns das angucken. Wir haben das in den Medien verfolgt. Es gibt ja auch so eine Auseinandersetzung darüber, ob das nun gut ist oder ob das nicht gut ist, ob die Veddel das braucht oder ob die das nicht braucht. Da kann man was Besseres machen, als eine Fassade mit goldener Farbe hier zu malen. Ich finde das wirklich Geldverschwendung. Ja. Und dann beschweren sich die, wir haben kein Geld. Doch, für unnötige Sachen. Ja, aber es sind doch nur 85.000 Euro, die das Vergolden kostet. Ein Kleckerbetrag für das, was dadurch entsteht. Es geht ja immer darum, mit Kunst irgendwie sozusagen erstmal einen Punkt zu treffen, der irgendwie wund ist und Denken in Gang setzt. Und wie das Denken in Gang gesetzt wird irgendwie. Jetzt ist auf der Veddel alles Gold, was glänzt. Hm? Das kommt so von oben herab. Es hat nichts mit dem Stadtteil zu tun, hat nichts mit den Bewohnern zu tun, sondern es ist... Der Stadtteil wird als Plakatwand missbraucht. Ja, und die Bewohner freuen sich, wenn die Hebebühne fürs Vergolden auftaucht. Schmier dein Gold woanders hin. Naja, es gibt Ausnahmen. Dabei ist das doch nun wirklich ein Hingucker, oder? Man guckt hin. Hingucker ist er so. Wenn jetzt einer hier nackig rumläuft, da guckt auch jeder hin, oder nicht? Ja. Ist doch so. Ja, ist so. Und das ist von der Kulturbehörde, die das Geld gibt, auch genauso beabsichtigt. Es bietet einfach die Möglichkeit, dieses Viertel zu kommunizieren und zu diskutieren und darüber nachzudenken. Und wie das Viertel neuerdings kommuniziert wird. Unbekannte haben eine Farbattacke auf das von einem Künstler vergoldete Haus auf der Veddel verübt. Sie warfen blaue Farbbeutel auf die Hauswand und den Kranwagen. Aber damit noch nicht genug der Kommunikation. Zwei Tage nach dem Farbbeutelanschlag auf das Kunstprojekt Veddel vergolden, hat es erneut eine Attacke gegeben. So ist das, wenn man sich intensiv mit Kunst auseinandersetzt. Es geht immer darum, es mal anzufassen. So, weil man sich es erstmal nicht vorstellen kann und denkt, na, vielleicht ist es ja doch noch nicht echt. Gestern mussten wir auch das Gold mal zum Probieren jemandem geben. Die hat es dann gegessen, weil sie es kannte sozusagen aus dem arabischen Raum. Da verwendet man es zum Teil bei Gerichten. Doch diese Kunst für 85.000 Euro könnte vielleicht nicht jedem schmecken.